Die aktuelle Flüchtlingssituation trifft ganz Europa, unter anderem auch Serbien. Dort ist besonders Preševo im Süden des Landes betroffen. Ein Teil der Albaner, die in der Schweiz leben, sind selber mal aus Preševo geflüchtet. Ein paar von ihnen sind jetzt zurückgereist, um zu helfen. Wir haben Bilder von dieser Aktion, die der bekannte albanische Journalist Idro Seferi gemacht hat. Jasmin Wernli. Ununterbrochen das gleiche Geräusch. Schritt von Menschen auf der Flucht. Tag und Nacht. Jeden Tag kommen in Preševo über 3'000 Personen über die Grenze. Tendenz steigend. Mitten drin in diesem Chaos ist eine Gruppe von Leuten am Helfen. Sie kommen aus dem Thurgau und von Zürich. Sie alle haben Bilder von den Flüchtlingen in den Nachrichten nicht mehr vertreibt und unterstützen darum den lokalen Jugendverein, der seit Tagen für die Flüchtlinge im Einsatz ist. Just one moment. Please wait there. Es ist eine enorme Belastung für alle. Die Lage ist katastrophal. Also wir sind hier überfordert. Wir haben Hilfe organisiert. Wir haben uns zusammentun mit ein paar Leuten von Preševo, Organisatoren. Wie ihr seht, es hat mehr als 5'000 Leute hier. Wir haben Nahrung mitgenommen. Wir haben für Babys, hauptsächlich für Babys, auch Sachen gepostet, damit es natürlich. Damit es natürlich ein bisschen hygienischer ist. Also es stinkt gewaltig da, es ist katastrophal. Sie ist von Zürich auf Preševo gereist, Vanja Cernojevic. Sie ist 1992 von Bosnien in die Schweiz geflüchtet. Darum ist sie der Meinung, ich kann nicht einfach ein paar Posts auf Facebook machen. Ich muss helfen. Also ich war gar nicht vorbereitet auf das, was auf mich zukommt. Ich habe gedacht, ich komme helfen. Wir haben Spenden gesammelt in der Schweiz, in Zürich. Sehr viele Leute haben mitgemacht. Ich bin hier angekommen, ich bin total schockiert. Also es sind Ausmaße, die man gar nicht erklären kann, die man gar nicht begreifen kann, wenn man hier ankommt. Ich kann es immer noch nicht selber verarbeiten. Zusammen mit dem Jugendclub Preševo geht sie heute Morgen ins Lager. In der Nacht sind wieder etwa 1'000 neue Flüchtlinge angekommen. Da geht es vor allem ums Putzen. Die Hilfsgüter sind schnell weg. Es fehlt an allem. Der Staat und auch die grossen Hilfswerke mögen nicht noch. Und während die Helfer aus der Schweiz mit ihrem Einsatz fertig sind, fließt der Strom von Flüchtlingen weiter. Das Geräusch der Schritt hört nicht auf. Mit dem schliessen wir die Berichterstattung rund um die Flüchtlingssituation ab und kommen zu den Kurznachrichten, zusammengefasst von Samuel Fichter.